Ich war kürzlich in Baden-Württemberg auf einem Funkturm, einem sogenannten Richtfunksammler. Das Thema interessiert mich und deshalb bin ich heute verabredet mit Frank Treiber. Er ist unser Experte in Sachen Richtfunk. Herr Treiber, in jüngster Vergangenheit bin ich wieder häufiger auf das Thema Richtfunk gestoßen. Nutzt die Deutsche Telekom noch Richtfunk? Ja, wir nutzen noch Richtfunk. Und zwar insbesondere dann, wenn Glasfaser zu teuer ist oder es nicht wirtschaftlich sinnvoll ist. Glasfaser ist ganz klar die erste Priorität bei Telekom, aber in bestimmten Situationen wird auch nach wie vor sehr stark auf Richtfunk gesetzt. Das ist einmal zur Anbindung von Mobilfunkstandorten, wenn sie denn in schwer zugänglichem Gelände sind, Glasfaserverlegung sehr teuer wird. Das ist für Eventversorgung, Beispiel das Wacken Open Air Konzert oder das Hurricane in Schlesel, wo wir 3 bis 4 temporäre Standorte aufbauen und die werden dann über Richtfunk an einem Bestandsstandort angebunden und dort in das Signal in Glasfaser eingespeist. Ich glaube, ich habe es auch mal gehört im Zusammenhang mit Katastrophen, dass da oft Richtfunk die Lösung ist, zumindest kurzfristig. Ja, unsere Kollegen vom Disaster Recovery Management nutzen das. Zum Beispiel bei Hochwassern an der Elbe wurde es eingesetzt, um Vermittlungsstellen neu anzubinden oder ersatzweise anzubinden, wenn die abgesoffen waren. Auch letztes Jahr bei dem Hochwasser im Schwäbischen, in Braunsbach, wurde ein Mobilfunkstandort über Richtfunk angebunden, weil die Glasfaserleitung durch das Wasser beschädigt war. Das sind so Situationen, wo Richtfunk zur Anwendung kommt, aber auch zum Beispiel für redundante Anbindungen, wenn ein Geschäftskunde eine zweite Anbindung möchte, dass seine Dienste auch weiterlaufen, auch wenn es einen Ausfall gibt auf der Glasfaser, der Bagger mal zugeschlagen hat, dann wird eine redundante Anbindung auch teilweise über Richtfunk realisiert. Herr Treiber, wir sind jetzt eigentlich gleich tief in das Thema so eingestiegen über die Anwendungsszenarien. Erklären Sie doch zunächst nochmal in einfachen Worten, wie Richtfunk eigentlich funktioniert. Bei Richtfunk werden die Informationen mit elektromagnetischen Wellen übertragen. Und diese werden durch diese Richtfunkschüsseln, die man ja häufig als Antennen nutzt, werden die sehr stark gebündelt, quasi wie ein Strahl zwischen Sender und Empfänger übertragen. Dazu ist notwendig, dass es eine freie Verbindung, eine freie optische Sichtverbindung gibt zwischen dem Sender und dem Empfänger. Und durch diese Bündelung wird die Energie in dem Strahl, also kann man mit relativ wenig Sendeleistung die Energie aber in dem Strahl sehr stark erhöhen und damit sehr große Reichweiten generieren. Welche Entfernungen sind eigentlich bei der Übertragung über Richtfunk möglich? Übertragung ist bis 50 Kilometer und mehr möglich, wobei das heute nicht mehr die typischen Anwendungsfälle sind. Heute ist halt die Richtfunk sehr stark darauf fokussiert, die Lokation, die angebunden werden soll, bis zum nächsten Glasfaser-Einstiegspunkt zu verbinden. Und das sind in der Regel heute seltene Entfernungen über 20 Kilometer, meistens darunter. Wovon ist denn die Entfernung abhängig? Die Entfernung, die überbrückt werden kann, hängt A von der Frequenz ab, die genutzt wird für den Richtfunk, und von der Antennengröße. Prinzipiell gilt, je niedriger die Frequenz ist, je weiter kommt man mit der Richtfunkverbindung. Und man kann sozusagen die Reichweite dann über die Antennengröße noch etwas variieren. Bei niedrigen Frequenzen brauche ich generell größere Schüsseln. Bei den ganz hohen Frequenzen bin ich in der Reichweite limitiert. Da kann ich auch über eine große Antennenschüssel nicht mehr viel verbessern. Wie groß sind eigentlich solche Schüsseln? 20 cm bis 3 Meter. Wobei 3 Meter Antennen heute selten sind. Das ist primär für die sehr weiten Richtfunkverbindungen, die heute eigentlich nicht mehr so oft aufgebaut werden. Wie oft nutzen wir Richtfunk, beziehungsweise wie viele Richtfunkstrecken haben wir eigentlich im Netz? Die Telekom nutzt heute ungefähr 9000 Richtfunkstrecken, die in Summe sich auf ungefähr 90.000 Kilometer belaufen. Über welche Bandbreiten reden wir eigentlich, Herr Treiber? Das ist sehr unterschiedlich. Also technisch sind heute bis zu 4 Gigabit möglich. Wir haben natürlich auch noch viele Richtfunksysteme im Einsatz, die weniger Kapazität haben. Das kommt im Wesentlichen darauf an, was gebraucht wird jeweils für die Anbindung. Herr Treiber, Sie sprachen vorhin von einem gebündelten Strahl. Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie dick ist ein solcher Strahl?
Die Dicke ist sehr unterschiedlich. Genau genommen ist es kein Strahl, sondern es ist eine Ellipse. In der Mitte zwischen den zwei Antennen können da bis zu 40 Meter aufgeweitet sein, dieser Strahl. Man nennt diese Ellipse, die relevant ist für die Energieübertragung, auch erste Fresnelzone. Wie stabil ist eigentlich eine Richtfunkverbindung? Gibt es öfter Ausfälle? Richtfunkverbindungen sind sehr zuverlässig. Wir bei der Telekom planen unsere Richtfunkverbindung mit Verfügbarkeiten oder mit Ausfallraten, die nur im Promillebereich pro Jahr liegen. Genau genommen eigentlich nur wenige Minuten. Herr Traber, ich muss doch in einem Punkt nochmal nachhaken. Sie nutzten einen Begriff, Sie nannten die Fresnelzone. Was ist das eigentlich? Die Fresnelzone ist die Ellipse. Am besten, ich zeige Ihnen das mal am Bild. Wir haben ja die beiden Antennen und die Verbindung zwischen den Antennen ist jetzt kein ganz gerader Strahl, sondern die Sendeantenne strahlt natürlich in gewisser Weise ab und diese Energie oder die elektromagnetischen Wellen werden hier an den Luftteilchen, an den Luftmolekülen abgelenkt und reflektieren in die Empfangsantenne hinein. Daraus ergibt sich so eine schmale Ellipse zwischen Sender und Empfänger und diese, wo die Hauptenergie übertragen wird, und diese schmale Ellipse wird erste Fresnelzone genannt. Wie groß kann denn hier der Durchmesser dieser Ellipse sein? Bei langen Strecken, zum Beispiel 7 GHz, 50 Kilometer, ist der Durchmesser 40 Meter genau in der Mitte. Das heißt, auch diese gesamte Zone muss möglicherweise über einem Baum liegen, der hier in der Mitte steht. Die Zone darf anteilig verdeckt sein, aber sie muss überwiegend frei sein. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn wir 50 Kilometer auseinander sind, dann setzt das auch voraus, dass die Antennen eine gewisse Höhe haben, weil ich ja hier unten eine Erdkrümmung noch dazwischen habe. Und wenn dann noch zusätzlich hier Hindernisse sind, wie Bäume reinragen, dann wird es problematisch. Deswegen müssen die Antennen auch eine gewisse Mindesthöhe haben. Sie haben gerade ja die Höhe des Mastens, etwas über die Höhe eines Mastens erzählt. Haben Sie zum Abschluss des Gesprächs für mich noch so ein paar Highlights in Sachen Richtfunk? Ja, unser höchster Standort ist der Fernsehturm in Berlin. Und die längste Strecke geht nach Helgoland, das sind fast 70 Kilometer. So viel zum Thema Richtfunk. Frank Treiber, unser Experte, steht gerne für Fragen zur Verfügung. Nutzt dafür einfach die Kommentarfunktion unter diesem Beitrag. Ich würde mich, falls euch der Beitrag gefallen hat, über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal.